Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zum nächsten Part von Lego Star Wars die Skywalker Saga. So, heute starten wir mit Episode 8, die letzten Jedi. Und ja, ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde den Film tatsächlich am schwächsten von der ganzen Skywalker Saga. Zweimal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Star Wars! Episode 8: Die letzten Jedi. Die erste Ordnung hat die Vorherrschaft, nachdem er die friedliche Republik vernichtend geschlagen hat. Setzt der oberste Anführer Snoke nun seine gnadenlose Legion ein, um die militärische Kontrolle über die Galaxis zu erlangen. Nur General Leia Organas Gruppe von Widerstandskämpfern stellt sich der erwachsenen Tyrannei entgegen, in der festen Überzeugung, dass Jedi Meister Luke Skywalker zurückkehren und den Kampf wieder einen Funken Hoffnung bringen wird. Doch der Widerstand ist in Gefahr, als sich die erste Ordnung dem Rebellenstützpunkt nähert, gleiten die tapferen Helden eine verzweifelte Flucht in die Wege. Und was ich gerade meinte, ich finde den Film einfach, der hat viel zu viel Humor, also unnötigen Humor. Und auch jetzt hier die Episode, die ich ja schon mal gespielt hatte, weil ich ja verkackt hatte, sah jetzt tatsächlich, der Droide stimmt, den habe ich wieder voll vergessen. Fand ich jetzt tatsächlich gar nicht so super, die Episode, weil hier mit am meisten Unnötiges, Hauptsache wir versuchen noch irgendwie Zeit hinauszuzögern, war. Aber ihr werdet dann, wenn es soweit ist, sehen, was ich meine. Wir sind jetzt erstmal hier im Weltall. Ich hatte auch hier, glaube ich, damals den Kalberstein. Was haben wir hier? Was ist das da für eine Mission? Keine Ahnung. Den Kalberstein hatten wir beim letzten Mal auch wieder gemacht, natürlich, keine Sorge. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zur Mission. Dameron's Widerstand. Da starten wir direkt das Level. Ich hoffe, das war aber das richtige Level. Und nichts Falsches. Sieht aber gut aus. Jetzt gibt es eine Nachricht an General Hux. Anscheinend so eine Art E-Mail. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber es ist anscheinend eine E-Mail. Okay. Ich frage mich gerade wirklich, was da eigentlich drauf gestanden ist. Ja, Tube drücken ist glaube ich nicht das gemeint, aber okay. Wir dürfen uns auf jeden Fall den Sternzerstörer ein bisschen anschießen. Ein bisschen schießen, das ist doch easy, oder? Irgendwas habe ich zerstört. Bin ich gerade gegen das Teil da geflogen und nicht runtergefallen? Wow. Was haben wir da drüben? Ein paar TIE Fighter, die werden natürlich auch gleich abgeschossen von uns. Oder die verfolgen uns? Yo, das sah cool aus. Hier, wir schießen einfach mal alles ab. Lieber schießt man zu viel ab als zu wenig. Und ein paar TIE Fighter. Dann schießen wir wieder hier drauf, da ist nichts mehr. Wir haben irgendeine Mission schon erreicht tatsächlich. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, was es war. Aber es ist traurigerweise öfters so, dass wir irgendwas schaffen, ohne zu wissen, dass wir es schaffen werden. Deswegen wir jetzt einfach nur hier die ganzen Kanonen abballern, weil wir das so machen müssen. Und noch ein paar TIE Fighter. Und Bomben kommen tatsächlich nicht. Oh, 4 von 7? Ich habe keine Ahnung, was 4 von 7 war. Okay, das können wir nicht abschießen. Und jetzt bin ich einfach dagegen geflogen, wie so ein Depp. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die TIE Fighter. TIE Fighter Nummer 10, komm her. Gut.
So, jetzt müssen wir nach unten. Unteren Teil des Schiffs werde ich. Ne, wir müssen die Flotte. Ja, beschützen. So würde ich es nennen. Wir beschützen die jetzt. Wir sollen den Angriff abbrechen, wie ihr seht. Aber ihr kennt uns ja. Wir brechen den nicht ab, definitiv nicht. Sondern wir sind jetzt ein Wahnsinnspilot mit Podamaran. Und zwar im Cockpit-Modus. Und bevor ihr euch fragt, wir können jetzt tatsächlich hier nicht das direkt steuern. Das Einzige, was ich steuern kann, ist hier das, was ihr gerade seht. Hier die Kapsel schießen wir ab. Vorausgesetzt, es klappt. Okay, nee, ich bin ein bisschen zu blöd. Ach, da schießt er gar nicht, obwohl ich eigentlich auf Schießen gedrückt hatte. Ja, dann kann ich ja lange zielen. So, jetzt schieße ich eigentlich. So, ja. Einfach nur ein paar TIE-Fighter zerstören wir nicht. Ich frage mich gerade, ob man das eigentlich auch verkacken kann. Aber so wie es aussieht, nicht, weil ich sehe zumindest jetzt keine Lebensanzeige. Ich finde es aber cool, wenn man die so ein bisschen anschießen muss, dass die dann doch noch sterben. Oh, da hat es gerade ein Schiff neben uns zerdeppert. Ah ja, nein, wir können die nicht abschießen, wie ihr seht. A Mayday war das, genau. So, ein Bomber ist natürlich noch da. Den dürfen wir natürlich jetzt auch perfekt beschützen. 6 von 7? Ah, da oben, ich habe was gesehen gerade. Da oben war was. Auf dem Zerstörer drauf, hier. Nee. Okay. Keine Ahnung, was ich zerstört hatte. So. Wir schießen jetzt einfach mal da auf die Teile. Wir werden dort echt ein bisschen stark angeschossen. Aber das ist für uns kein Problem. So, dann drehen wir wieder hier um. Und schießen das ab und das. Und dann haben wir, glaube ich, schon das Level geschafft. Und wenn ich mich richtig erinnere, und sogar wenn es so ist, dann kann ich nur noch mal sagen, ja, es ist echt nicht so viel passiert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Genau, das mit dem Treten war interessant. Natürlich fliegt dieser Dings auf sie drauf und das und das und das. Wo kommt eigentlich das Klavier her? Und eigentlich dürfte das mit dem Runterfallen gar nicht funktionieren, weil die in der Schwerkraft sind. Wenn man sogar sagt, die haben normalerweise so ein Ding, das Ding war offen diesmal und deswegen dürfte es hier wirklich keine Schwerkraft geben, aber okay. Ja, was passiert da gerade so? Der wird einfach ein bisschen gemobbt, gut zu wissen. Ja, jetzt ist er nackt. Ah, stimmt, denkt dran. Er wurde ja eigentlich nur geschlagen von Ray und hat deswegen die Narbe kassiert. Franco wurde ans Kinn geschlagen, hat die Narbe über dem Auge und auf seiner Brust. Ist klar, oder Leute? Also, ich weiß ja nicht, aber das ist nicht nackt. Denn es hieß gerade, dass er nackt sein soll, angeblich, aber das ist halt nicht nackt. Auf jeden Fall haben wir uns Dameron's Widerstand geschafft. Wir sind nicht Badejedi geworden.
Wir haben nur schließlich gut. Ich glaube, das andere wäre einfach nur gewesen, nicht zu sterben. Oder eins der anderen beiden, keine Ahnung. Wir haben drei Minikits, keine Ahnung wie und warum und weshalb. Und wir kriegen die Leia mit zwei Versionen zum Kaufen und noch zwei Schiffe. So, und jetzt sind wir schon bei einem Punkt, das mit am nervigsten in dieser Episode war. Hier dieses, wie ihr gerade seht, wir müssen jetzt einfach für Finn Kleidung finden. Warum müssen wir Kleidung für den Typen holen? Warum muss man das machen? Das ist doch unnötig. Und wir haben es geschafft. Yay. Dann haben wir jetzt hier reingehen und dann hier auf A zu drücken. Ja? Was hat uns das jetzt gebracht? Genau. Nichts. Außer dass der gute Poe Dameron jetzt einen anderen Anzug anhat. Ich muss natürlich nur hier. Oh Gott, ich war ja echt zu blöd zum Zielen. So, da haben wir jetzt schon eine der Klamotten. Nee, haben wir nicht. Hier war gar keine Klamotte. Gut zu wissen. Nö. Aha, vielleicht noch hier in diesem Tisch drin. Nein. Hier sind kleine Klamotten, dann gehen wir weiter einen Raum. Aber hier waren sie, genau. Ach so. Ist klar, wir waren das zerstört und jetzt haben sich die Kreise geändert. Stimmt, wo waren noch mal die blöden Klamotten? Ah, hier. Nehmen wir doch den und den. Dann haben wir jetzt auch das geschafft, das ist halt einfach nur eine unnötige Mission. Warum müssen wir jetzt dem Typen Kleidung suchen? Und vor allem jetzt einfach wieder hier gehen und hier hin machen, alles klar. So cool das Spiel an sich auch ist, also das ist einfach nur eine der nervigsten Dings. Dieses, den Leuten hinterherlaufen ist ja schon nicht cool, aber das ist halt noch nerviger. Und jetzt gehen wir nach da vorne. Toll, wie der eine uns salutiert hat. Wir machen noch weiter. Dann sehen wir schon Leia und ihre Tochter. Also. Nee, ihr, also. Von der Schauspielerin, die Tochter, hat ja in dem Film mitgespielt. Müsst ihr wissen. Warum ist Kylo Ren nackt? Oder halb nackt? So viel zu dem Thema. Oh, jetzt hat er doch geschossen. Da ist, hinten im Hintergrund Admiral Akbar. Ja, natürlich, Anne zieht sich rein. Ich frage mich aktuell nur eins, warum gibt es drei Holdos? Und das habe ich schon die ganze Zeit, auch beim letzten Mal, nicht wirklich verstanden. Aber okay. Finn will fliehen natürlich, aber das wisst ihr ja auch. Das wurde ja direkt abgeschossen. Genau. Ich bin ja jetzt gefangen. Und auf einmal habe ich einen Blaster. Und auf einmal. Schau mal, ich konnte übrigens das gerade noch nicht machen. Jetzt habe ich auf einmal einen Blaster. Könnt ihr mir das mal erklären? Sorry, Rose Tico. Aber einmal musste ich dich anschießen.
So, wir laufen auf jeden Fall jetzt einfach mal zu den anderen. Natürlich wieder zum selben Raum, wie gerade davor. Und hier sehen wir schon unsere gute Leia im Koma. Der gute Finn. Poe meine ich natürlich. Wieso? Okay, ich war gerade verwirrt, weil Rose Tico irgendwie gerade die ganze Zeit so komisch getan hat. Ah, genau, jetzt sind wir nach Canto Bight. Da, was hat sie da für einen Blaster? Begib dich nach Canto Bight, dann gehen wir doch mal mit Canto Bight. Na, gucken wir mal, was da so abgeht auf Canto Bight. Da kann ich zumindest mal sagen, hier habe ich den Dings gekriegt. Den, oh, wie hieß es? Die Datenkarte. Das kann ich euch gleich zeigen, dann noch, wo ich den sozusagen gekriegt habe. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Ihr findet jetzt oben links gerade noch das neueste Video auf meinem Kanal, von YouTube ausgewählt. Links unten findet ihr die aktuelle Playlist zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und rechts findet ihr noch meinen Kanal, wo ihr auch gerne kostenlos abonnieren könnt. Und bis dahin dann erstmal Servus.